Das war's? Okay. That's it, right up there. Make yourselves at home. Thanks. So, wieder zwei mehr. Heißt zwar auch wieder zwei mehr versorgen, aber wir haben ja erstmal genug Vorräte. Okay, that was it. Hallo, du hast immer noch einen großen Rucksack auf. You think you can back me up on this trade run? I can carry the goods and make the exchange, but it'd be nice to have some backup. Sure. Well? Munition gegen Benzin tauschen. Was sollen wir mit Benzin. So. Auch kein Benzin. Der ist müde und hat ein Ausrufezeichen. Warum hat der... Ach, zu dem kann ich jetzt auch wechseln, ja? Geborener Anführer aus Trumbull. Ah. Na, 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 na. So, dann können wir ein... Vier Leute spielen insgesamt, das ist schon mal viel. Tagebuch. Ja, wir haben Lebensmittel beschafft. Wir haben mehr Lebensmittel, als wir lagern können. Kampffertigkeit verbessert. Das mit der Army geht mir auf den Sack. Täglicher Einfluss, das ist alles klar. Dann haben wir immer noch nur 8. Oh, wir brauchen ein größeres Lager. Aber wir haben keinen Platz. Was ist das? Das ist die einfache Werkstatt. Das sind die Betten. Können wir das hier nicht abreißen? Nein. Da ist der Krankenbereich. Da ist der Funkturm. Da ist der Wachturm. Da ist der Parkplatz. Was bringt es eigentlich, wenn wir die Werkstatt höher machen? Achso, können wir Autos reparieren, ja. Funkgerät ist wichtig, okay, kann ich verstehen. Das verstehe ich nicht, bietet 8 Betten. Dass wir das nicht abreißen können. Schutz vor Lebensmittelkontamination. Das könnten wir wieder machen. Gibt es wieder Vitalität? Ja, komm, wir haben eh genug Essen. Geht das nochmal hoch. So, Krankenbereich ist wichtig. Schlafbereich ist auch wichtig. Der Wachturm ist wichtig. Der Parkplatz. Ja. Bietet täglich zusätzliche Ressourcen, bis die Vorräte ausgehen. Wie viel haben wir eigentlich von diesen Dingern? Nur 1. Dann lass uns doch hier in diesem Haus. Nochmal so eine Basis aufbauen. Ist die Alte jetzt eigentlich müde gewesen? Nee. Out there.
Ihr seid ein Haufen von Gesetzesbrechern, aber C seid ihr auch. Vielleicht habe ich Verwendung für euch. Ich melde mich Sergeant Eric Tan. Things are getting pretty hairy out there. You may need to hurry. Ah, ich weiß nicht. Will die Army irgendwas von mir? Wahrscheinlich nimmt sie mich gefangen, oder? Die will, dass ich meine Leute überrede, dass sie alle zur Army gehen. Aber es kann ja auch nicht sein. Die bringen ja eher die Leute um. Die nehmen ja keine auf. Was ist hier los? Kann ich... I found some supplies. Ja. Send runners for pickup. I'll get people moving. Maybe later. So, wir müssen ihn vollständig durchsuchen, um einen Außenposten zu errichten. Okay. Den Schalldämpfer nehme ich mit, den Rest kann der Plünderer mitnehmen. So, die ist erledigt. Sounds like the situation out there has changed. Guten Tag. Und tschüss. So, da ist nichts drin. I'm in place. I'll check to see what's here. Da ist nichts mehr drin. Hier ist nichts drin. Sounds like I've got company. So, was haben wir da noch drin? Kann alles sie mitnehmen. So, dann ist das Haus doch eigentlich geklärt, oder nicht? It's like a good spot for an outpost. Ja. Are you sure? That's a big decision. Let's do this. Confirmed. There's Ed Free here. Gut, dann haben wir hier schon mal wieder einen Außenposten. Weil wenn uns das jedes Mal zusätzliche Ressourcen bringt, ist doch so ein Außenposten gar nicht so verkehrt. Den nehmen wir mit. Nice. Das nehmen wir mit. Sauber. Confirmed. Where's Ed Free here? There's some trouble we might want to look into. I found some supplies. Send runners for pickup. Okay. I'll round up everybody that's available. So. Dann ist das auch schon mal alles sauber. Das ist schon mal gut. Das war... Öffentliche Toilette? Nein. Kann ich hin. Sind da... Dann gehen wir da hin.
Confirmed. We're Zed free here. Ja, nicht pst. Du sollst das da durchsuchen. So, was war... What the fuck? Ja, die nehmen wir doch glatt mal mit. Natürlich ist die Handgranate von einem grünen Laster gefallen. Munitionsressource und eine Flinte. Ja, würde ich auch ganz gerne mitnehmen, habe aber keinen Platz mehr. Kann ich ja nicht jetzt noch Plünderer rufen? Nee, der ist noch unterwegs. Wie lange ist denn der noch unterwegs? Sind die gerade auf dem Rückweg da? Sieht so aus, als wenn sie gerade erst losgelaufen sind. So, ich hab doch da einen Außenposten. Kann ich das da jetzt nicht auch in den Spind reinpacken? Ja, Mann! Batsch! Hey, you feeling patriotic? We could use your eyes to help us clear out some Zeds. Oh, wo ist denn hier der Spind? Da. Na, siehst du wohl. Die würde ich ganz gerne behalten. Das kann weg. Das kann rein. Das. Selbstgemachter Schalldämpfer, bearbeiteter Schalldämpfer. Der kann. Komm her, brauche ich eh nicht. Können wir da noch mal den Rest rausholen aus der Toilette? I found some supplies. Gut. Send runners for pickup. I'll see who's free and send them your way. Da machen das die Plünderer. Super. Dann haben wir das auf. Was ist das da oben? Sichte Zombies für die Artillerie der Army. Nein, ganz sicher nicht. Wir werden uns jetzt das Auto schnappen. Und werden erstmal die Zombie-Horde kaputt fahren. Erledigt. Kommen wir ja den einen nehmen wir auch noch mit. Da ist noch eine Horde.
So, das haben wir auch. Dann kommen da gleich noch ein paar Zombies. Die nehmen wir auch noch mit. Sind ganz schön viele Zombies. Egal, das ist noch nicht mein Bereich. Wie gesagt, da will ich immer noch nicht hin. Dann. Versorgungsleute sind unterwegs. Nee, komm, wir holen das Haus. I'm in place. I'll start taking inventory. War noch Munition drin? I'm here. I'll look and see what we got. Was geht? Aha. Klassentreffen, ja? Okay. So, was haben wir hier drin? Eine Maschinenpistole M1A1. Ja, Mann, mit Schalldämpfer. Da lieber 45 und keine Munition dafür. Und Munition dafür. Wow. So, kann ich hier nicht einen Plünderer? Keiner verfügbar. Wieso nicht? Wo sind die denn alle? I'm lucky they didn't hear that. So. Du bist überlastet. Ja, ich weiß. We're clear. Waffenladen sauber. Ach so, jetzt bin hier im Waffenladen. Er sagt das doch. I'm headed home. Everybody here is occupied. Sorry. Ja.